ich glaube, das brennt dann gleich ganz gut. Oh, hm? Oh, blaue Flammen. Oh, oh. Oh, das geht aber langsam vorwärts. Ja. Oh, da geht es aber schnell. Oh, shit. Cool guys don't look at explosions. Willkommen, meine lieben Jungs, und willkommen zu einer neuen GTA 5 Folge. Mein Name ist Dina und wir sind hier bei GTA 5 in einer neuen Mission, beziehungsweise noch sind wir in keiner Mission mit Trevor, und wir haben hier drei Fragezeichen aufgepoppt und eine C-Mission. Und das ist natürlich erstmal die Frage, was für eine Mission wollen wir jetzt überhaupt erstmal machen. Auf jeden Fall werden wir eine benutzen, wo wir mit dem Flugzeug relativ schön schnell hinkommen, ja. Wir können, da gibt es ja verschiedene Alternativen. Wir können entweder einfach abspringen von der... Oh, das ist hier direkt eine. Haben wir eigentlich einen Fallschirm? Müssen wir mal ausprobieren. Ich probiere mal aus, ob wir einen Fallschirm haben. Dann müssen wir ein bisschen höher so, ein bisschen höher. Oh, YOLO! Nein! Fallschirm! Das sieht unschön aus. Das ist nicht so schön. Einfach mal weggestorben. Ich dachte, wir haben dann vielleicht einen Fallschirm, oder wenn wir in einem Flugzeug sind, automatisch. Das war in anderen GTA-Teilen häufig so, oder nicht? Ach, jetzt, wie traurig der guckt. So traurig, dass wir einfach gestorben sind. Ich höre ein Auto. Was? Ich höre ein Auto. Wo höre ich das Auto? Was soll eine andere Straße? Oh Gott. Wir sind hier, ohne dass hier irgendein Auto erstmal steht. Wie traurig ist das denn? Jetzt müssen wir uns da erstmal so ein scheiß Auto holen. Ja. Ey, du Spacko. Warte mal. Nein! Mein, Backscreen halt gerade wieder. Aber egal. Wer schreit denn da so? Chillt mal euer Leben, Leute. Ja, chillt doch mal. Wir fahren jetzt nämlich erstmal zu C, weil wenn ich sage, machen eine Mission, dann machen wir sie auch, ja? YOLO! Oh! Und hier ist der Zug von der Seite. Wann habe ich da gerade einen Zug gehört? Nee. Dachte schon, wir hätten den irgendwie so knapp verpasst, den Zug. Oh! Sind wir hier beim Hangar? Oh ja, das sieht mir hier nach dem Hangar aus. Oder? Oder? Flugzeug! Alle Flugzeuge, die du auf Website kaufst und Hangar abstellst, werden hier aufbewahrt. Und sonst sind hier keine Flugzeuge? Nicht euer Ernst, oder? Nicht euer Ernst. Alle Helikopter ebenso. Was? Wir haben jetzt hier erstmal keinen Helikopter irgendwie stehen oder sowas? Was ist da los? Okay, das ist auch nicht der Flugplatz, von dem wir gestartet sind. So wie ich das mitbekomme, sondern das ist so ein größerer halt. Aber dass hier einfach mal gar nichts steht an flugfähigem Material, finde ich äußerst traurig. Und das kann ich auch, da muss ich sagen, nö. Da sagt... Ey! Nein! Das finde ich jetzt auch nicht schön. Lass mich zurück. Nein! Wo ist mein Auto? Mein Quad. Ich wollte hier einfach mal schön fliegen zu der nächsten Mission. Aber dann hat die Mission einfach mal gesagt, nein. Mission sagt nein. Aber okay, dann fahre ich halt zu der Mission. Ist ja kein Ding für den King, weißt Bescheid. Weil das Auto ist ja auch eigentlich das Quad ist ja auch relativ schnell und die Mission nicht allzu weit entfernt. Und dann kriegen wir wieder Spam-Mails und so weiter. Oh, und jemand, dem wir helfen können, aber YOLO, nein, helf mir nicht. Nein, ich helfe dir nicht. Ich werde dir nicht helfen, denn ich will heute diese fucking Mission machen. Aha, und da vorne ist das schon. Was wird das denn jetzt sein hier? Vom C? Vom Chang? Ach nee, da unten. Ich dachte schon hier oben auf dem Ding. Okay, dann mal gucken, was er möchte. Eigentlich wollte der nichts mehr mit uns zu tun haben, so hat es sich zumindest angehört. Kann ich auch gut verstehen, aber wir zwingen ihn jetzt dazu. Also, wenn es da Geld gibt, dann kommen wir zu Besuch. Okay, Shalom, Michos. Shalom, Sheng. Was geht ab? Aha. Muss ich hier hoch? Ja, das sieht gut aus, oder? Bam. Nee, scheiße. Einfach mal die Tür zu. Ja, Kacke, wo komme ich denn? Alter, jetzt bin ich sauer. Wenn ich jetzt hier einfach mal so hinfliege, ohne dass irgendwas war, dann bin ich sauer. Und dann, naja, im Zweifel, bam. Nee, scheiße. Im Zweifel, bam.
So. Das tat gut. Nicht Spaß. So, rein damit, so. Und... Okay. One dumb, ignorant, white trash, hillbilly Wallace. You're damn right! Chang, spreadsheet. Let's head outside and talk terms. La la la. Quite in. Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn X. I'm afraid we want to go down a different path. Oh. We want to explore other opportunities. 壞家伙,壞死了,要不要我幫你放鬆一下? Shut the fuck up! Our boss, Mr. Chang's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Hmm? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Ach, naja, dann gibt's wohl wieder ein bisschen Stress. Dann fahren wir doch mal zu den Gebrüdern O'Neill hin. Und sagen die mal, dass wir das nicht so ganz korrekt finden, dass sie uns hier den Auftrag wegschnappen oder so weiter. Oder dass wir zumindest den Auftrag nicht bekommen. Das finden wir nämlich gar nicht in Ordnung von den Spackos da. Und wir fahren ja natürlich querfeld ein, weil mit dem Auto hier geht das ja überhaupt pünktlich. Ja, oh scheiße, komm schon rüber. So, und andere Musik, sehr gut. Nein, ich will nicht festhängen. Fahr weiter und Rückwärtsgang ist einfach, aus Prinzip möchte ich den nicht benutzen. Also, Gas geben, querfeld ein und dann passt das. So, und zu der Musik geht das natürlich auch gut. Also, ab geht's. Fahr schneller hier durch und hier wird alles umgemäht, was mir nicht ganz gerecht ist. So. Oh yeah! Genau so soll es. Nein! Genau so soll es aussehen. Und wenn jetzt hier irgendeine Bahn kommt. Nein, dann darf keine Bahn kommen, aber es kam auch keine Bahn. Glück gehabt. So. Also auf geht's zu den Gebrüdern O'Neill. Und das andere Auto ist aber auch geil hier, ne? Mist, das Auto hier. Auch in der Wildnis hat leider der Däne einen unstillbaren Trieb nach dem besten Auto, was er bekommen kann. Und das ist in diesem Fall, ist einfach der Reiz des Neuen bei diesem Auto da. Und das bedeutet, was ist da los mit dem? Wieso hat er so geleckt? Ey, du Spacko. Was? Was? Steig sofort aus, ja? Kannst froh sein, dass ich noch mehr mache. Okay. Oh yeah, das Auto ist auf jeden Fall auch gut. Aber nicht wirklich besser als das andere. Egal. Auf jeden Fall hat es jetzt mal. Auf jeden Fall hat es jetzt mal. Und hier können wir auch einfach mal rüberfahren, glaube ich. Yes. Aha. O'Neill, ja, was möchtest du, Bro? Oder nicht, Bro? Fuck you. Genau, fuck you, fuck you, fuck you. Und nochmal, fuck you. It's business. That wide-eyed idiot was mine. It's business, Bella. You want to discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Scheiß Name, Alter. Start writing those names on tombstones, because I'm on the way to your lab, and we're going to see how much of a family meth business you got when I'm done. Mann, immer diese Probleme und so weiter. Nee, das finde ich nicht so toll. Also, auf geht's zu deren scheiß Fahnen. Da können wir noch ein bisschen was kaputt machen hier. So, haben sie nicht anders verdient. Klar, soweit. Deren Scheiß hier, so. Macht's kaputt, den ganzen Crap hier. Bah, und hier. Ach, das sieht scheiße aus. Begib dich zu dem Aussichtspunkt auf dem Hügel.
Alles klar. Wir machen es leise. Das passt zwar nicht zu uns, aber okay. Okay. Was schießen die da gegenseitig ab gerade? Sehr gut. Vorbildlich, wie das hier läuft. I just spoke to that maniac Trevor. Bin ich verrückt? Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them. Genauso wie ihr. Zerstöre das Meth-Labor. Kein Ding. Da kommen wir hin und zwar erstmal mit einem schönen Scharfschützengewehr. Holen sie erstmal ein bisschen hinhocken. Und anvisieren. Und dann einfach mal zwei Schüsse abgeben. Und zwar erst auf den hinteren und auf den vorderen. Und zwar boom. Und boom. Oh, und das hat natürlich keiner gemerkt. Selbstverständlich hat das keiner gemerkt. Oh, auf wen zuerst? Auf die beiden da oder auf den? Ich glaube auf den hier, weil der sieht mich vielleicht zuerst. Zack, das war der erste. Und jetzt die beiden da. Nein! Nein! Jetzt! Okay, und der hier. Jawohl. Aber die Wachen suchen trotzdem nach mir. Scheiße. Okay, trotzdem. Das war auf jeden Fall schon mal gut. Wird das explodieren, wenn ich darauf schieße? Man weiß es nicht. Na, ich glaube, es explodiert leider nicht. Oh, höchstens das hier. Ah, komm schon. Holy crap. Da, mit einem Schuss haben die mich einfach mal ausgeschaltet. Mit einem verdammten Schuss. Das ist einfach mal, what the fuck. Na, aber okay, dann machen wir es halt eben auch ein bisschen lauter. Wobei, nee, lieber nicht ganz so laut. Ja, die können wir nochmal schnell so ausschalten. Ey. Ma. Nein! Schüsse, scheiße, die haben es gehört. Scheiße, die haben mich gehört. Aber ist mir egal. Wo sind die anderen beiden? Ach, hier unten, der hier noch. Komm. Ja! Okay, hier oben waren noch welche. Da! Die beiden! Ey, die kann man auf einmal treffen. Jawohl! Auf einen Schuss, sehr geil. Und der hat natürlich nichts gecheckt. Das war so die gute Sache, dass er einen Schall einfach drauf gemacht hat. Aber den hast du erlebt, weißt du? Weißt du, manche Sachen haben einfach Dino-Style. Und irgendwo hier müssen eigentlich noch zwei Leute sein. Oder drei Leute, wenn man nach der Karte geht. Aber ich sehe hier niemanden. Auch nicht, wenn man hier so ein bisschen rauszoomt. Ach, da sind die alle. Alles klar. Oh, es sind aber viele. Der hier. Und der hier. Hintereinander. Der hier noch. Der. Und der hier noch. Oh. Jetzt schießen. Nein. Na, egal, auf weglaufen. Okay, auf jeden Fall habe ich fast alle erstmal killen können. Okay, jetzt würde ich mal sagen, es ist Zeit für einen geilen Waffenwechsel. Und zwar auf den hier. Alles klar. So, also was geht, Alter? Wo ist er da hinten? Da unten, so, aber der ist noch nicht tot, leider. Was liegt an? Komm doch! Oh, scheiße, sind doch viel mehr als gedacht. Ha! Die sind verdammt nochmal gut. Die sind leider verdammt nochmal gut. Das Ding ist, man darf einfach nicht getroffen werden. Von Anfang an nicht. Sonst ist man am Arsch. Oh, die kommen hier alle hergelaufen. Nein, nicht sterben. In Deckung gehen, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Man muss sofort eine Deckung finden, auf jeden Fall. Man muss auf jeden Fall so schnell wie möglich eine Deckung finden, weil ohne Deckung ist man so am Arsch, wie ihr gesehen habt. Da ist man einfach sowas von am Arsch. Also, Spacko 1, Spacko 2 und dann geht das hier alles ab, ja? Der hier weg und die beiden hintereinander weg. Oh, komm. Okay. Dann sind hier die ganz. Da drin ist einer. So, als wären die alle schön fein säuberlich ausgeschaltet, ja? Oh, beide hintereinander weg. So, der hat es jetzt aber gekocht. Oder die beiden. Scheiße. Und einer weg und zwei weg. Jawohl! Ha! Sehr schön. Jetzt aber. Okay, so, schnappen wir uns hier mal eben.
die Waffe hier. Und dann. Und dann können wir uns hier mal ganz in Ruhe anschleichen. Auf die Farm. Und dann gleich runtergehen. Und möglichst sofort verstecken, sobald wir irgendwelche Anzeichen sehen von irgendwelchen weiteren Waffen, die es ja wohl höchstwahrscheinlich gibt. Hier sind es nämlich welche. Okay. Okay. Scheiße, und hier habe ich keinen Schalldämpfer drauf. Ich brauche einen mit Schalldämpfer. Größtes Magazin, taktisches Licht. Ja, muss ich nehmen. Okay. Auch wenn das taktische Licht ein bisschen blöd ist. Kann ich das ausmachen, das Licht? Mal sehen, ist das Licht an? Nee. Ich weiß nicht. Nein, scheiße, das Licht geht nämlich an und das Licht werden die sehen. Aber okay, scheiße. Manches kann man nicht vermeiden. Oh Gott. Wenn ihr das nicht sieht, ist er blöd. Hallo? Oh oh. Das sind viele Leute hier drin. Ich bin so am Arsch. Hallo? Was geht? Was geht? Sehen die mich hier drin? Ich weiß ja nicht, ob die mich da drin sehen. Aber wir sind ja eigentlich auf meiner Höhe. Also genau hier drin. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ich möchte gar nicht mehr gesichert sein. Okay. Okay. Ich brauche eine andere Waffe. Pump Action Gun. Alles klar. Einfach um die Ecke. Ganz vorsichtig. Was geht ab? Okay. Waffe wechseln. Oh. Oh. Ah. Ha. Taktisches Licht und Spezialfähigkeit. Bam, da ist der erste weg. Okay. Okay, okay, okay. Und jetzt kommen sie alle. Da ist der erste weg. Oh, meine Spezialfähigkeit ist weg. Meine verdammte Spezialfähigkeit ist weg. Oh, scheiße. Nein. Ha, ha, ha. Das war ein verdammter Fehler. Das war ein verdammter Fehler. Oh, scheiße. Ich bin voll am Arsch, Alter. Nein. Das war ein verdammter Fehler. Halt dich hier fest. Okay. Okay, na. Die sind auf jeden Fall alle. Die müssten jetzt eigentlich, wenn dann von da kommen. Okay, und sie scheinen sich nicht zu bewegen. Oh, jetzt kommt aber einer. Oh, nein. Weg mit dir. Ich muss nachladen. Okay, kommt noch einer. Du elender Spinner, hau ab. Niemals. Na? Was geht bei euch, Alter? Oh, 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 oh. Natürlich bekomme ich das. Da kommen sie. Nein. Kommt um die Ecke. Los, los, los. Trauen sie sich nicht, oder was? Okay. Man sieht sie da unten auf links auf dem Radar. Okay. Man weiß nicht, ob sie sich immer bewegen. Jetzt. Na, jetzt kommt einer. Jetzt kommt einer. Jetzt aber. Das war's mit dir. Oh, der hat mich fast gekillt. Der hat mich einfach mal fast gekillt. Und ich muss nachladen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, mein Leben hat sich wieder regeneriert. Aber es regeneriert sich immer nur scheiße bis zur Mitte, Mann. Es regeneriert sich nur bis zur Mitte. Und da hinten sind noch mehr Leute. Ich muss warten immer, bis einer kommt. Oh, Gott. Und das ist keine gute Position eigentlich. Das ist leider keine gute Position. Aber wo soll ich denn sonst hin? Direkt nach oben laufen, oder wie? Der kommt jetzt, der kommt jetzt. Nein! Nein! Scheiße! Oh. Okay, okay, jetzt einmal warten. Ich glaube, statt oben längs zu gehen, ist es doch besser, wenn ich direkt hier so längs gehe. Aber sofort hier... Andocken. Okay, okay, das war gut, das war gut. Oh, tschüss mit dir. Ja, okay, sehr gut. Das war gut. Das war gut. Jetzt können wir hier nämlich noch weiter vorrücken. Nein. Einfach los. Okay, okay. Und die Spezialfähigkeit kann ich, glaube ich, auch schon wieder fast aktivieren. Nein! Oh Gott, das war ein guter Schuss. Das muss man ihm lassen. Aber der ist tot. Nein! Scheiße. Scheiße, und die Waffe hält nicht mehr lange. Okay, dann nehmen wir die Waffe. Der hat zwar keine Magazine, aber der hat zwar keinen Schalldämpfer oder gar nichts, aber der ist trotzdem tot. So, weg mit dem. Oh Gott. Und der hat mich da fast gekillt, der da ist. Der hat mich fast gekillt. Scheiße. 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 Der muss jetzt dran glauben. Scheiße. Nein! Warum kann ich den nicht treffen, Alter? Oha, ich habe ihn runtergeworfen. Aber gekillt habe ich ihn eigentlich nicht. Nachladen. Scheiße, Mann. Wenn der nicht um die Ecke kommt, dann kann ich auch nichts machen.
Scheiße. Jetzt. So, weg mit dem, weg mit dem, weg mit dem. Nachladen. Okay, ich glaube, die Pumpgun ist jetzt die beste Wahl. Pumpgun. Nachladen. Kann ich nicht. Okay, das heißt, ich habe eigentlich nur 8 Schüsse damit. Alles klar? Alles klar. Okay. Was geht ab? Was geht ab? Er darf nicht hier runter, haltet ihn auf. Wo? Oh, oh. Oh, 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 oh. Irgendeine andere Tür noch? Ich glaube nicht. Okay, erstmal hier an. Wow, was passiert hier? Na? Na? Sehe ich da irgendwas? Nein. Da kommt noch keiner, Gott sei Dank. Aber runterzielen. Nein, ich bin noch nicht unten. Don't come any closer, all right? Was? You win. You can have the contract. Oh, oh. We got the ambition, man. Was ist mit dem denn da los? Okay, das ist bloß... Oh, da leuchtet was. Kann man das irgendwie abschießen oder wie? Egal. YOLO. Okay, okay. Wer ist hier noch? Irgendwelche anderen Leute. Scheiße, Alter, wehe. Da muss ich sofort meine Spezialfähigkeit aktivieren, wenn hier noch irgendjemand ist. LB. 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 Okay, Benzin auf. Alte RT. 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 Ah, okay. Ah, okay. Markierungen zeigen, auf dem Radar zeigen, wo ich es hinmachen muss. Oh, kacke, das werde ich ja so verkacken. Nothing but a smoldering fucking rack. Okay, scheiße, Alter. Can't leave gaps. Okay, keine Lücken lassen. Alter, ich hab doch locker nicht... Ich hab doch locker nicht genug von dem Scheiß... Ich hab locker nicht genug Benzin überhaupt mit. Das heißt, ich muss immer auf die Punkte gehen hier. Hier ist was. Ich stehe doch hier genau auf den Punkten, Alter. Alter, die Punkte verschwinden doch, wenn man das eigentlich... Sie müssten eigentlich verschwinden. Hier. Aber die fucking Punkte verschwinden nicht. Ich stehe genau auf den scheiß Punkten. Das kann's doch nicht wahr sein. Da. Aber die Punkte verschwinden nicht. Vielleicht geht's ja auch so. Einfach nur ein bisschen immer. So, so, so. Ein bisschen hier. Ein bisschen hier und da. Ach so, doch, das geht so. Ich muss trotzdem das Unterste noch wegmachen. Ach, man muss halt nur gedrückt halten. Okay, ich wollte es mal wieder zu kompliziert machen. Einfach ein bisschen die Linie so längs gehen. So, ich darf nicht vergessen, dass ich wieder nach unten muss. Und jetzt habe ich meinen kurzen Blacksmith. Das dauert ein paar Sekunden, aber ich kann ein bisschen hier losgehen, schon wieder zurück. Nein, die Richtung hier. So, jetzt geht's weiter. Okay. Denn ich muss unbedingt da unten. Wenn ich die gelben Punkte vergesse, dann wette ich, dass es nicht klappt. Obwohl es total unsinnig ist, aber okay. So, das heißt, hier muss ich irgendwie so. Einmal hier. So, und dann muss ich hier halt noch. Zack, okay. Okay, jetzt zeige ich das. Hast du nur noch 57? Ich hoffe mal, das reicht. Das wäre ja über der Fail, wenn es nicht reichen würde. Aber okay, auf jeden Fall haben wir hier unsere Spur schon. Hier bis hierhin reicht die Spur ungefähr. Fangen wir wieder ein bisschen großzügig an. So, bis hier und go. So, okay. Go, 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 go. Jawohl. Wir haben keinen Punkt vergessen. Aber leider sehe ich gerade wieder nichts auf dem Bildschirm. Ich hoffe, das ist richtig. Nein. Okay, doch. Das war von der ungefähr richtig. Alles klar, ich habe nur noch 41. Warum sich das gerade auch wieder häufen muss, weiß ich gar nicht. Mit dem Scheiß. Black Screens. Aber okay, wir scheinen das zu schaffen. Wir scheinen es gerade so zu schaffen, aber wir schaffen es. Also, schön hier raus, bis zur Pforte. Und dann würde ich sagen, gibt das gleich ein schönes Feuerchen. Mit einer schönen, einfachen Waffe, nämlich zum Beispiel einer Pistole. Okay. Ich glaube, das brennt dann gleich ganz gut. Oh, blaue Flammen. Oh, das geht aber langsam vorwärts. Ja. Oh, das geht aber schnell. Oh, shit. Cool guys don't look at explosions. Und Trevor natürlich schon gar nicht, ja. Das schaut geil aus. Also, entkomme vom Farmhaus. Nichts leichter als das. Ciao. Oh. Nichts leichter als... Alter. Also, es gibt schon Sachen, die leichter sind, aber auf jeden Fall haben wir es geschafft, Alter. Bam, entkomme vom Farmhaus. Na, möchte mich irgendjemand verfolgen oder ist es eigentlich YOLO-mäßig hier? Na, na, na. Bam, bestanden, Alter. Ha.
Sehr gut, sehr gut. Auch wenn ich es nicht beim ersten Mal geschafft habe, bestanden ist bestanden. Und das war's mit der heutigen Folge vom Adinas Tag. Finde ich scheiße, Alter. Das war's mit der heutigen Folge von GTA, wenn, aber ich möchte nicht mitten in der Wildnis aufhören, weil das hat eine Tankstelle, da müssen aber mehr Autos sein. Weißt du Bescheid, dass ich nicht so mit dem Quad-Zeug da rumfahren muss. Oh, da ist ein Auto, es war nur... ich wollte eigentlich bei der Tankstelle nämlich das Benzin nachfüllen, dass ich das noch selbst privat so verwenden kann. Aber warte mal, nee, ey, Polizei! Oh, die hätten mir ein Auto geben können, die Polizei. Da hinten kommt auch noch ein Auto. Nee, es fährt nur weg. Warte mal. Also, warte mal, ja? Nein, fahr nicht weg. Oh Gott, ich dachte schon, du fährst weg. Ich wollte doch nur dein Auto. Oder zumindest, dass ich halt dein Auto bekommen könnte. Nee, aber eigentlich finde ich das hier doch geiler, weißt du? Eigentlich ist das hier geiler. Eigentlich finde ich, sollte man dieses Auto hier benutzen. Sehr gut. Jawohl. Das ist doch schon ein Auto, das kann man... Da kann man, ne, da muss man sich nicht schämen, wenn man damit fährt. Wobei das dann noch geiler ist, aber... Aber YOLO! Ich würde sagen, das war's jetzt mal. Ich will nur kurz nachgucken, was dieses rot-weiße Symbol da ist. Nämlich das hier. Was ist das denn? Ach, Dart kann man da spielen. Ja, brauche ich nicht wirklich. Aber ich denke mal, in der nächsten Mission könnte man sich eigentlich mal um das Fragezeichen da vorne kümmern. Was auch immer das ist. Oder? Soll man sich da um das Fragezeichen kümmern? Was sich hier verbirgt? Ich weiß ja nicht. Sieht ja eigentlich ganz interessant aus, ne? Aber vielleicht möchte man auch andere Missionen machen. Nicht ganz leicht zu sagen. Auf jeden Fall war es das erstmal für die heutige Mission von GTA, nicht vom Adinas Tag. Wir speichern einfach nochmal kurz schnell hier zwischen speichern. Zack, ja. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen 14 Uhr wieder bei GTA 5. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.